Kurzgeschichten für Groß und Klein. Geschrieben und erzählt von Tanja Wenzel. Zugfahren ist gar nicht schwer. Michel ist 8 Jahre alt und soll in den Ferien zu seiner Oma reisen. Dorthin bringen sollte ihn eigentlich sein Vater. Der bekam aber vor einigen Tagen einen Anruf. Es klingelte sehr lange, bis der Vater von Michel den Hörer abnahm. Michel konnte an Papas Gesicht erkennen, dass es kein schöner Anruf war. Schnaufend legte Papa nach einigen Minuten den Hörer wieder auf. »Was ist denn los, Papa? Wer war es denn?« fragte Michel neugierig und etwas besorgt. »Es war die Kanzlei. Wir haben einen neuen Fall. Ich muss selbst verreisen. Und das einen Tag, bevor es für dich zur Oma gehen sollte. Ich muss schon morgen los.« Michel stand mit weit geöffneten Augen da. »Oh nein, aber das heißt das, ich kann nicht zur Oma?« »Doch, doch, das bekommen wir schon hin, mein Kleiner«, versprach Papa. Die Mama von Michel hatte leider nie einen Führerschein gemacht, so konnte sie ihn schon mal nicht zur Oma fahren. Aber was konnte die Lösung sein? Noch ist Schule, früher hinfahren geht nicht. Michel machte sich so seine Gedanken, aber kam auf keine Lösung. Er sah seinen Papa nach, der im Wohnzimmer verschwand, in dem auch Michels Mama war. Die Türe des Wohnzimmers wurde geschlossen. Michel schlich ganz, ganz leise auf den Zehenspitzen in Richtung Flur, bog um die Ecke und mit einem weiteren kleinen leisen Schritt stand er am Türrahmen des Wohnzimmers. Hören konnte er nichts. Er ging mit seinem Gesicht ganz nah an die Türe und presste sein Ohr gegen das Holz. Mit einem Mal wurde die Tür geöffnet und Michel stolperte direkt mit hinein. Vor die Füße von Mama. »Da ist ja unser neugieriger Abenteurer«, sagte sie. »Abenteurer?« wiederholte Michel. »Wieso bin ich denn ein Abenteurer?« »Komm rein und setz dich. Wir werden es dir erzählen«, sagte Papa, der an einem Fenster stand. Michel stand vom Boden auf und schlurfte Schritt für Schritt in Richtung Sessel und ließ sich reinblumsen. »Na dann lasst mal hören. Ich bin schon ganz gespannt. Sicher hat es etwas mit dem Besuch bei Oma zu tun, richtig?« Michel war immer so neugierig und wollte am liebsten immer alles selber erraten. Irgendwann wollte er mal Detektiv werden. So hatte er es vor einigen Wochen mal gesagt. »Wir haben beschlossen, dich mit dem Zug fahren zu lassen. Wir denken, du bist alt genug. Wenn ich dich hier zum Bahnhof bringe, wirst du dort von einer Zugbegleiterin in Empfang genommen. Die wird dann darauf achten, dass du am richtigen Bahnhof aussteigst, wo deine Oma dann schon auf dich warten wird«, erklärte Mama. Michel bekam immer größere Augen. Er soll ganz alleine mit dem Zug zur Oma. Das war wirklich ein Abenteuer. Mama, Papa und Michel waren erst ein einziges Mal mit dem Zug gefahren. Und das war noch nicht mal eine richtige Reise, sondern eine Art Kaffeefahrt mit einer alten Lokomotive. Michel war ganz aufgeregt. Er rutschte auf dem Sessel hin und her. Ihm fielen so viele Fragen ein. Aber reden konnte er gerade nicht. »Hallo, Michel, hast du verstanden, was Mama dir gesagt hat? Du wirst das doch schaffen, bist doch schon ein Großer«, Papa zwinkerte Michel zu. Als hätte man Michel mit einem Fingerschnippen aus der Hypnose befreit, rührte er sich plötzlich wieder. »Aber klar doch, ich bin ja freilich schon groß, ich komme nach den Ferien ja schließlich auch schon in die 3. Klasse.« Er rutschte von seinem Sessel und ging zur Tür. Mama und Papa blickten sich fragend an. Na, das war ja eine komische Reaktion. Keiner der beiden konnte es einschätzen, ob Michel mit dieser Entscheidung glücklich war. An der Tür angekommen, drehte sich Michel noch einmal zu seinen Eltern um und verkündete jetzt, seinen Koffer zu packen. Wer alleine mit dem Zug fahren kann, kann auch alleine Koffer packen. Das wäre doch klar. Und schwupps war er aus dem Wohnzimmer in den Gang verschwunden und polterte die Treppen zu seinem Zimmer hoch.
unser Sohn. Wird wohl erwachsen. Wenn er von der Oma wiederkommt, hat er sicher schon Abitur, scherzte Michels Papa. Im Zimmer angekommen, schloss Michel die Türe, ging aber keinen Schritt weiter. Nervös und aufgeregt drehte er sich zweimal im Kreis und wiederholte Mamas Worte. Wir haben beschlossen, dich mit dem Zug fahren zu lassen. Wir haben beschlossen, dich mit dem Zug fahren zu lassen. Waren die denn wahnsinnig? Die konnten doch nicht. Wie sollte er? Und was wäre, wenn? Michel ließ sich auf den Boden nieder und schlug die Hände über den Kopf zusammen. Er wollte ja unbedingt zur Oma in den Ferien, aber war er es gewohnt, mit dem Auto dorthin gefahren zu werden. Einsteigen, aussteigen, fertig. Im Zug, da waren so viele fremde Menschen. Und was wäre, wenn der Zug sich verfahren würde? Oder die Dame, die auf ihn aufpassen soll, zwischendurch einfach vergessen würde, dass sie auf ihn aufpassen soll? Das hat es doch bestimmt schon alles mal gegeben. Wie sollte er das nur meistern? Michel war wirklich kein Angsthase, aber diese große Herausforderung war wirklich ein Abenteuer für ihn. Noch einige Minuten saß Michel auf dem Fußboden, bis er endlich aufstand, um seinen Koffer zu packen. Übermorgen würde es ja schon losgehen. Michel geramte gerade Shirts, Hosen und Pullover aus seinem Schrank, als sich seine Zimmertüre öffnete und Mama reinkam. Sie lächelte Michel an, ging durch den Raum und setzte sich auf sein Bett. »Na, mein Großer, hast du schon alles herausgesucht? Auch Socken und Unterhosen?« Gut, dass Mama gekommen war. Das hätte er mit Sicherheit vergessen. Er nickte und sagte, »Die wollte ich gerade herausholen.« Er öffnete die Sockenschublade, griff aber nicht hinein. Stattdessen drehte er sich zur Mama um und lief ihr in einem Tempo in die Arme, so schnell konnte sie gar nicht gucken. Mama nahm Michel in die Arme. »Ach, Mama, ich bin schon sehr aufgeregt. Meint ihr denn echt, es ist eine gute Idee, mich allein in Zug fahren zu lassen?« Sie nahm seine Hand und lächelte ihm zu. »Ach, Michel, hab doch keine Angst. Schon viele Kinder vor dir sind mit dem Zug verreist. Die Oma weiß Bescheid, bei der Bahn haben wir schon angerufen. Das wird alles kein Problem sein. Wir wissen, dass du das tapfer meistern wirst. Und wenn du erst dort bei der Oma angekommen bist, wirst du darüber lachen, wie einfach es doch war.« Mama machte Michel Mut, drückte ihn an sich und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Der Tag war gekommen. Papa war am Vortag schon verreist. Er gab ihm noch ein bisschen Taschengeld und versprach ihm, dass er ihn ganz sicher in einer Woche bei der Oma mit dem Auto abholen würde. Michel und Mama waren auf dem Weg zum Bahnhof. Der war nicht weit weg von ihrem Haus und so konnten sie locker zu Fuß dorthin spazieren. Eine Straße runter und dann links, geradeaus und da war auch schon das Bahnhofshaus zu sehen. Michel fühlte einen schweren Stein in seinem Bauch. Ihm war ganz komisch vor Aufregung. Die letzten Tage wurden noch viel über die Zugreise gesprochen und ihm wurde eigentlich alle Ängste genommen. Aber jetzt, wo der Tag der Tage war, stieg die Anspannung in ihm sehr. Die Mutter von Michel merkte das natürlich. Am Bahnhof angekommen, ging sie zum Schalter, an dem eine ältere Dame saß. Als würde sie Michel kennen, grinste sie über ihre Tresen und sagte, »Na, du musst doch der Michel sein. Dein Ticket ist schon gedruckt. Es wartet mit Eva am Bahnsteig Nummer 5 auf dich.« Eva, das war wohl dann ganz bestimmt die Frau, die Michel von A nach B bringen sollte. Mama bedankte sich bei der Dame am Schalter und gab Michel einen Ruck. Gemeinsam ging es nun zum Bahnsteig Nummer 5. Dort wartete tatsächlich eine junge Frau auf die beiden. Sie winkte ihnen schon zu. »Die ist aber nett«, dachte sich Michel, und seine Anspannung löste sich etwas. »Hallo, ich bin Eva. Ich darf dir heute bei deiner großen Reise beiseite stehen. Du brauchst keine Sorge haben.
Gemeinsam werden wir das locker schaffen. Mama und Eva sprachen noch kurz einige Sätze miteinander, als auch schon der Zug in den Bahnhof rollte. Der Stein in Michels Bauch war zu Hunderten von Kieselsteinen geworden, die jetzt auf und ab sprangen. Er war wirklich sehr nervös, aber freute sich mindestens genauso sehr, dass er jetzt auf zur Oma ging. Michel wurde ganz herzig von seiner Mama verabschiedet. Im Inneren des Zuges hatte er sich mit Eva einen Fensterplatz ausgesucht. Dort stand er und winkte seiner Mama zu. Diese stand am Bahnsteig, war einen Schritt zurückgetreten und schon fuhr der Zug los. Sie warf Michel noch viele Handküsse zu, bis er nicht mehr zu sehen war und der Zug aus dem Bahnhof fuhr. Michel saß zufrieden in seinem Sitz, schaute aus dem Fenster und war ganz begeistert über die vielen verschiedenen Landschaften, Wald und Wiesen, dann wieder viele, viele Häuser und Autos, die an den Bahnüberführungen standen. Da konnte er seiner Oma aber viel berichten. Und nun wusste er, Zugfahren ist gar nicht schwer. Das war eine neue Kurzgeschichte von Tanja Wenzel. Sollten euch meine Geschichten gefallen, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald!